Wenn man Fitness interessiert ist, geht der Name Paul Unterleitner an einem nicht vorbei, muss man schon ganz ehrlich sagen. Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht schon, heute mit Special Guest Stefan Kinzel ist zu Gast. Wird heute über mein Training drüber schauen. Wir werden danach noch posen. Es wird ein richtig geiler Tag. Freut euch drauf. Starten wir rein. Handtuch ist mit dabei. Der das Paul. Ist aber von der Mama. Das stimmt. Ja, kleine Handtücher hat man immer zu Hause genug. Also ja, bei mir. Aber es fehlt so irgendeine leibende Stickerei oben. Ja, aber es ist schon einmal zum Haarebleichen verwendet worden. Kann sein, ja. Oder nach dem Haarefärben hat sie es zumindest verwendet. Ich übergebe übrigens heute das Kommando komplett an Stefan, also ich lasse mich leiten. Wir werden Brustrücken trainieren. Ich habe ihm vorgeschlagen Schulterarme, aber er hat gemeint, wieso nicht deine Schwächen direkt gemeinsam besprechen und auch den Brust und Rücken bei mir definitiv verbessert werden können, machen wir es heute gemeinsam. Wo er sehr beeindruckend ist, ist jetzt, wenn man ein Doppelbizeps von vorne zum Beispiel sieht. Dieses Armpaket ist einfach extrem gut und dadurch, dass er eine schöne Taille hat, ist diese Gesamtillusion, die er in einer Doppelbizeps von vorne hat, und Bodybuilding ist ja schön, das ist ja Sport der Illusionen, viel, viel massiger, als er eigentlich ist. Die Schwächen sieht man dann, wenn man Ball von der Seite sieht, weil man sieht, dass zum Beispiel das Schulter-Arm-Paket natürlich Brust und Rücken in der seitlichen Dichte überpowert. Und das ist der Punkt, wo ich sage, okay, gerade Brust und Rücken sind beim Paul jetzt die Schwächen, die er in Zukunft genauer und diffiziler beanspruchen muss, um auch von der Seite dieses Volumen aufbauen zu können. Ich bin echt gespannt, was jetzt so die Herangehensweise von Stefan ist. Also ich kenne ihn ja von Fabian, ich kenne ihn von Kevin, ich kenne ihn von den ganzen anderen Athleten. Ich weiß, dass er also definitiv ein Freund jetzt nicht von extrem schweren Training ist, aber sehr kontrolliert und sauber, würde ich mal sagen. Denk daran, dass du diesen Punkt der Brust da reinbringen willst, über die Spannung, und wucht es oben nicht durch. Also geh gar nicht in den Lockout. Okay. Spann's rein, ja genau. Aber ich will oben, dass du den Kontraktionspunkt haltest. Ja, und runter. Und jetzt spann die Fasern zusammen. Und runter. Du verschenkst relativ viel von der Effektivität für die Brust dadurch, dass du das Gewicht unten aus dem Erstmomentum rausschießt. Ja. Und dann nimmst du mit dem Trizeps-Lockout natürlich die gesamte Belastung von der Brust weg. Okay, okay. Das ist der Grund, warum er so leibend ist und er eigentlich noch Nachholbedarf hat. Das heißt, fokussier dich jetzt gar nicht so darauf, dass du das Gewicht hochdrückst. Du möchtest den Punkt der Brust daher bringen. Einfach nur auf die Kontraktion und kontrahierst es durch rauf, okay? I'm going harder than a genius going stupid. Stop trying to break me, doofus. I'm stronger than 100 bazookas in the hand of some shooters or some bunch of rugas on a block moving units. Yeah, going hard for the movement. Was ich auf jeden Fall immer geil finde, wenn man mit Trainer trainiert oder mit so jemandem professionellen, dass man sich eigentlich um nichts kümmern muss. Gewichte werden aufgeladen, es werden Kommandos gestellt, ich muss nicht denken, ich muss einfach nur ausführen. Das ist manchmal definitiv sehr, sehr geil. So, ich breche es entweder ab, weil ich glaube, es geht noch mehr Gewicht im Leistungssatz, oder wir ziehen durch. Okay. Nicht zu durchwuchten, nur um schön rauf kontrahieren. Eine noch und einhängen. Und einhängen. Was war so dein erster Eindruck von mir eigentlich? Von Gott gesegnet? Von Gott gesegnet? Schon ein bisschen, also es ist schon beeindruckend. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Hast du mich vorher schon mal irgendwo gesehen oder so? Ja, natürlich geht, wenn man Fitness interessiert ist, geht der Name Paul Unterleitner an einem nicht vorbei, muss man schon ganz ehrlich sagen. Und viel Gutes auch gehört. Wie gesagt, dadurch, dass der Konrad einer meiner besten Freunde ist, hast du viel Vorschusslorbeeren schon erhalten. Sehr gut, sehr gut. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie das Training jetzt noch weiterhin verlaufen wird, und lass mich gerne leiten. Sehr schöner Satz. Der war gut, der war gut, ja. Wie machst du es generell bei deinen Athleten? Haben die einen fixen Trainingsplan und da müssen sie einfach dann versuchen, das Gewicht immer zu steigern, oder? Na, grundsätzlich bin ich ja bewegungsverliebt, ja, und ich sage immer, die erste Progression, die man versuchen sollte, ist, die Bewegungsqualität besser zu machen. Okay.
Erst wenn ich sicherstellen kann, dass die Bewegungsqualität das maximal mögliche ist, dann würde ich natürlich eine Wiederholungsprogression oder Gewichtsprogression haben. Ich bin ein riesengroßer Fan des Wortes Progressive Overload. Das heißt, die Verbesserung der Leistungsfähigkeit führt zu einer Verbesserung des Körpers. Das größte Problem dieses Denkens ist aber, dass die Ausführung in den meisten Fällen zu kurz kommt, weil das Ego-Lifting halt zu viel Bedeutung hat. Also ich kenne es ja vor allem in der Diät, weil ich halt versuchen möchte, meine Arbeitsgewichte so gut wie möglich zu halten, um halt so wenig wie möglich Muskeln einzubüßen. Aber irgendwann, dann so an einem gewissen Punkt, so ist es. Das heißt, du musst, kommt der Leistungsabfall. Du musst Hirn einschalten und halt wirklich schauen, dass die Bewegungsausführung an erster Stelle steht. Dann kann eigentlich auch nichts schief gehen. Die Zähne wollen wir schon brechen, komm. Ach, ruck's unten nicht so weg, sondern kontrahier's unten weg. Kämpf dagegen an, komm. 9. Komm. Drück, 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 drück. Boah, Alter. Sauber. Alter, letzte war intensiv. Normalerweise würde ich jetzt direkt einen Latzug machen. Ja? Machen wir Rücken und Brust hinweg. Nein, machen wir Brust fertig. Okay. Wir wollen das Blut drin behalten. Gut. Dann behalten wir das Blut drin. Zumindest machen wir die Verbundübungen fertig. Alright. Stell dir das jetzt vor, wie so eine runde Bewegung. Okay? Du kommst von da und schiebst es wirklich. Ja, genau so. Kopf bleibt hinten. Das ist wirklich schön anzuschauen da. Also das als Close-Up gibt es was her. Kontraktion ist super. Also zum Schluss habe ich gefühlt gar nicht mehr gedrückt. Ja, aber ich bin nicht so stark, dass ich es abnehmen kann. Ja. Also, vergiss es, das ist irrelevant. Genau. Das ist geil. Also das Feeling ist... Und passt schon. Seht schon, ich muss mich heute echt zurücknehmen. Ich mache Kindergewichte, die ich wahrscheinlich normalerweise nie angreifen würde. Aber es kommt definitiv an. Also Brust ist voll, Rücken ist jetzt auch schon nach dem Aufwärmen sehr, sehr gut beteiligt. Es funktioniert. Ja, und es ist ja vollkommen scheißegal, weil du vorher noch im Griff gefragt hast, wie breit du greifst. Das ist dem, also diese Urban Legend für einen breiten Rücken breit greifen. Ja, ja. Das habe ich so nie gemacht. Ja. Ja. Deswegen. Greif so, wie es dich wohlfühlst und alles ist gut. Okay. Ja, das gefällt mir. Wie viel Trainingsjahr hast du jetzt schon am Rücken fallen? Trainieren tue ich jetzt seit im Jänner wären es 7 Jahre dann. Echt schon so lange? Ja. Wo hast du angefangen? Im McFit. Im McFit? Ja, mit 15. Wo? Eigentlich im 12. Und, bei dem Meidling, also bei Möbelix dort. Nein. Nicht rucken, Brust raus zum Schluss auch, komm, ohne diesen Rucker.
Komm. Ja. Ich habe jetzt schon so Bock auf den nächsten Aufbau und einfach meinen Rücken komplett aufs nächste Level zu bringen. Okay. Also das wird fett. Nächstes Jahr stehe ich dann à la Chris Bumstead vielleicht. Ja, der ist eine Inspiration für alle. Ja. Unpackbar. Also was der draufgebracht hat, ist heftig. Ja, ich finde jetzt nicht nur körperlich, sondern auch so die Freundlichkeit, die er hat, sein Auftreten, die psychologische Stärke. Gibt es irgendwen, der den nicht mag, ich glaube. Ja, ja. Also Wahnsinn. Vollkommen zu Recht und sehe ich auch schwierig, eigentlich gar nicht angreifbar auch in nächster Zukunft, weil außer er kriegt irgendwann einmal das Gewichtslimit nicht hin. Aber sonst sehe ich jetzt nicht unmittelbar an. Oder entscheidet sich bewusst halt für die offene. Genau. Da ich, glaube ich, Jay Cutler ist letztens gepostet. Genau, der hat das gepostet, wenn er das ich heute erkennt. Gesehen, ob Chris Bumstead nicht in die offene Klasse gehen könnte. Ich meine, der Michi ist der Extremfall, der kann oft noch Brust, nein, Tag die Brust nicht mehr trainieren, weil er nicht nur die Körpergröße eines Zwergs hat, sondern auch das Regenerationssystem. Er wiegt 75 Kilo, also das sind 25 Kilo Unterschied, krass. Ja, und er hat die Schlüsselbeine eines Gottes. Der sieht aus wie 110 Kilo. Ich stand auf 35 Zentimeter. Ja. Mehr? Mehr? Ja, viel mehr, du traust dich. Schau einmal. Es ist ein halber Meter. Du gehst ja bis zur Brust. Er startet übrigens auch bei NPC aus, ja? Aber Gott sei Dank ist es in der Classic Physik. Dasselbe wahrscheinlich jetzt mit Schultern fixieren, gell? Ja, genau. Vollkommen richtig durchschaut. Ja, perfekt. Sobald du schaust, dass die Achse stabil ist, passt die Ellbogenachse und du kommst eigentlich auch da her. Okay. Und sobald du merkst, du würdest anfangen zu knicken, gehst Richtung Lat. Und den wollen wir jetzt nicht mehr, den haben wir ja vorher schon gehabt. Ja. Halt den Kopf gerade und schau nicht nach unten. Und da sehen wir, er braucht in dem Bereich viel mehr Beef, das ist zu wenig dicht. Da muss Fleisch drauf. Und eine noch und dann nehmen wir wieder ein bisschen mehr Gewicht. Yes, das ist die Bewegungsqualität. 10 und 2 noch, komm. Rein damit. Up. Und eine noch, komm. Rein, komm. Yes, so hört das. Alter. Ich habe übrigens Stefan vorhin gerade gefragt, wie viele Athleten, der hat sich betreut, und hat gesagt, er kriegt täglich ca. 1000 Nachrichten, oder? Ungefähr, ja. 1000 also bis 1300. Durchgehend am Hustlen. Das ist crazy auf jeden Fall. Wie viel, wahrscheinlich startet bei dir jede Woche eigentlich irgendwo irgendwer, oder? Ja, keine Ahnung, das Wochenende waren es jetzt. Es ist ja über die ganze Welt verteilt, also die Challenge ist eher die Zeitzonen. So wie gestern zum Beispiel, gestern und vorgestern Starter in Hongkong gehabt, in Indien gehabt und in Polen gehabt zum Beispiel. Wenn ich Glück habe, zum Beispiel das Portugal-Wochenende, da habe ich einen Starter gehabt in Amerika bei einer NPC-Meisterschaft, den US auf den Bahamas, die ganze Portugal-Crew und dann noch einen Starter in Japan. Also es geht halt durch alle Zeitzonen durch und wenn du Pech hast, dass du dann ein Wochenende, wo du keinen Schlaf hast, weil durch die Zeitverschiebungen du halt versuchst, immer verfügbar zu sein. Ja. Also was schon cool ist zu sehen beim Paul, und das ist sicher auch einer der Hauptgründe, warum er so ausschaut, wie er ausschaut, so gut ausschaut, wie er ausschaut, er hat schon ein Bewegungstalent. Wenn ich jetzt irgendwelche Bewegungsmuster nicht sofort sitzen, man erklärt es ihm, er versteht sofort und kann es auch sofort umsetzen. Das ist leider Gottes keine Selbstverständlichkeit und darin ist sicher ein großer Teil seines Erfolgs begraben. Danke, das freut mich sehr zu hören. Nach 6,5 Jahren sollte es eigentlich auch halbwegs so drin sein. Zumindest stelle ich die Anforderungen. Aber gibt sicher immer Legastheniker in die Richtung. Richtig gut.
Alter, Feeling ist da. Komm, Ball, nicht zusammenknicken in der Brust, wie so eine komm, ich helfe dir. Halt die Stabilität aufrecht. Und eine noch, komm. So. Perfekt. Alter, okay. Ich denke, ich bin definitiv durch für heute. Falls ihr übrigens noch richtig, richtig geile Subs braucht, es gibt gute Nachrichten. Alle ERA-Geschmäcker sind wieder zurück im Shop. Das heißt, 7 unterschiedliche könnt ihr euch bedienen. Jede einzelne für sich hat einen krassen Geschmack. Und das Geilste ist, wenn ihr den Link in der Beschreibung nutzt und egal, was ihr bestellt, bekommt auch noch ein Exklusiv gratis. Da sind bis zu 30 Portionen drin, die es so im Shop nicht zu kaufen gibt. Nur gratis über den Link in der Beschreibung. Das Kochbuch, was 100 Seiten hat und komplett vegan ist, mit Full Day of Eating Beispielen und vielen weiteren Tipps zur generellen Ernährung, bekommt ihr außerdem noch gratis dazu. Deshalb unbedingt bestellen und gönnt euch. Okay, wir sind durch. Es hat mega Spaß gemacht. Danke, dass du mich begleitet hast, dass du mich gequält hast. Mal schauen, wie jetzt der Muskelkater wird demnächst. Ansonsten werden wir uns definitiv. Schaut gerne bei Stefan vorbei. Ich denke, die Wettkampfathleten werde ich sowieso alle supporten, spätestens zu Mr. Olympia. Werden alle wieder einschalten. Ich verfolge das auch gerne, sehr fleißig. Macht immer wieder Spaß, dazu zu sehen und natürlich auch mit Stefan in Kontakt zu sein. Ansonsten, ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen Pause und ciao, ciao.